Glück im Unglück hatte der 78-jährige Fahrer dieses Kias heute Mittag beim Unfall auf der Franzstraße Ecke Mühlenweg. Zwar wurde hierbei sein Auto auf die Seite geschleudert, er selbst aber kam mit zum Glück nur leichten Verletzungen ins Bocholter Krankenhaus. Wahrscheinlich durch Nichtbeachten des Rotlichts kam es zu einem Zusammenstoß. Ein 78-jähriger Pkw-Fahrer missachtete die Vorfahrt und stieß mit einem 56-jährigen Pkw zusammen. Der andere Pkw-Fahrer blieb dabei unverletzt. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten blieb die Franzstraße in Richtung Biemhorst für knapp 2 Stunden gesperrt.